Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf unserer wunderschönen Alpenmap. Und hier ist unser Deutz Fahr gerade bei der Arbeit, denn wir haben einen neuen Auftrag entgegengenommen. So, dann will ich mal hier rumfahren. Wie immer machen wir ein kleines Vorgewende. Das ist Feld Nummer 6 und auch auf dem springen die Bambis rum. Feld Nummer 6, das ist der dritte Auftrag, den wir mit unserem schönen neuen Topliner Deutz Fahr jetzt hier abarbeiten. Kurz zur Erinnerung, wir haben ja unseren Drescher verkauft, haben den Deutz Fahr hier gekauft, weil er einen Meter mehr Breite hat. Das Schneidwerk ist einen Meter breiter. Und um ein bisschen die Kosten wieder einzuspielen, haben wir gleich einige Ernteaufträge angenommen. Zwei sind bereits abgearbeitet und das ist jetzt der dritte hier auf Feld Nummer 6. Jo. So, da oben ist es gerade lassen und da lassen wir ihn dann laufen. Und dann haben wir ja noch einen anderen Auftrag entgegengenommen, nämlich mit Mähen und Ballenpressen. Und da werden wir dann gleich dazu kommen. Aber erstmal hier ein bisschen an die Betonwand fahren, Augenblick. So, einmal rum. Okay. Jo, so passt das jetzt wieder. Yep. Und genau, einen Auftrag haben wir dann auch schon abgeschlossen. Den zweiten Auftrag, den wir da oben am Berg gemacht haben, der ist noch nicht beendet, weil im Anhänger haben wir noch ein bisschen Frucht. Und das ist dieselbe wie hier. Und deswegen werden wir erstmal hier mit dem Topliner den voll machen, damit es sich dann auch lohnt, dann nochmal zum Abladen zu fahren. So, wunderschönes Wetter hier im Juli und der Topliner arbeitet und ich glaube, jetzt sind wir hier an den Bäumen vorbei, dann können wir jetzt hier die Automatik, den Helfer arbeiten lassen, weil ihr erinnert euch, es gibt immer ein bisschen Probleme hier mit diesen Bäumen, weil die doch ein bisschen arg nah am Feld sind und das führt dann manchmal dazu, dass der Helfer dann etwas früher schon abbiegt. So, hier haben wir den Kollegen, den Waltra. Und ihr seht es, da ist Material schon drin. Dann bringen wir den mal hier hoch. So, damit wir dann auf dem nächsten Weg dann schon mal abtanken können. 51%. Ne, da haben wir noch ein bisschen Luft. Oh ja, der quält sich hier hoch. Jo. Ich glaube, allzu weit haben wir es gar nicht. Zum Bauernmarkt müssen wir das Ganze bringen. So. Okay, wir schauen aber nochmal nach. So, Feld Nummer 6, da müssen wir zum Bauernmarkt. Und den hier, Feld Nummer 24, da haben wir 94%. Das ist dasselbe Material, nämlich die Gerste. Und auch hier haben wir Gerste. Und dann können wir das dann zusammen abschließen. Und hier haben wir das andere, den anderen Auftrag mit den Ballen. Jetzt schaue ich gerade mal. Wir haben hier noch Gerste auf Feld Nummer 10. Das ist aber, glaube ich, am anderen Ende. Rechts oben, dann haben wir hier Hafer und Raps 13, 16. Oh ja, 16, da habe ich Lust drauf. Das ist hier. 13 ist bei uns am Hof und da oben ist die 10. Okay, alles klar. Sehr schön. So, er wendet. Jo, er wendet. Und dann würde ich doch sagen, den Motor erstmal anlassen, genau. Und dann tanken wir den hier schon mal ab und dann können wir uns um die Ballen kümmern, denn mit dem Pressen sind wir soweit durch. Ich habe auch schon die ersten Ballen eingesammelt, aber wollte mit euch zusammen dann den Rest einsammeln, um dann damit zum Verkauf zu fahren. Denn, ihr erinnert euch, ich habe ja ein bisschen das Problem auf unserer anderen schönen, auf unserem anderen schönen großen Projekt, Big Farm, dass ich ja dort diesen Ballensammler ja austauschen musste, da es da Probleme gibt beim Abladen. Da wirft er mir immer den Traktor um. Und das wollte ich jetzt hier nämlich auch mal prüfen und checken, ob das jetzt generell ein Problem ist mit diesem Anhänger seit dem Content-Update, also seit es hier diese neuen Traktoren und so weiter gibt, oder ob das eben ein Problem ist, dass sich mit der Map oder dass es mit der Map zusammenhängt. So, 86. Ich würde doch sagen, wir fahren schon mal damit zum Bauernmarkt. Jo, wenn er hier dann gewendet hat. Weil dann können wir nämlich da unten zum Feld rausfahren.
So, Kollege, auf geht's. Mach Platz. Sehr schön. Ja, bergab geht's natürlich deutlich schneller. Schubidubidu, dann hier links rum. Da steht der Schneidwerkwagen. Hier geht's zum Feld raus. Und jetzt schauen wir mal. Nicht, dass wir wieder überrascht werden. Von links und von rechts. Okay. So, hier links rum. Jo. So, was haben wir denn hier stehen? 40 Vehicles and Tools, okay. Und hier geht's zum Bauernmarkt. Wunderbärchen, wunderschön. Und dann können wir den einen Auftrag schon abschließen, weil jetzt müsste ja dann voll sein. Schauen wir mal. Sehr gut. Und abladen. So, 118.000. Jetzt müsste doch langsam oder nicht oder doch oder wer. So, Lohndienstleistung auf Feld 24 abgeschlossen. Genau so habe ich mir das gedacht. Dann können wir doch hier schon mal wieder Luft schaffen. Feld Nummer 24, 2400 und abschließen. Sehr schön. Bingo. Ja, dann werden wir hier ein bisschen Lohnunternehmer machen hier auf der Karte heute, beziehungsweise in diesem Monat. Denn selber haben wir ja nichts. Und wir müssen ja ein bisschen gucken, dass wir dann wieder Cash hier reinbekommen. So, der Kollege müsste unbedingt auch mal geputzt werden. Wie sieht es denn aus? Ja, okay. Wartung machen wir dann, wenn wir hier soweit fertig sind. So, einmal rechts rum und einmal links rum. Erstmal wieder hier rein. Und jetzt müsste man ja ohne Probleme doch hoffe ich da hier hochkommen, jetzt wo der Anhänger leer ist. So. Er hat ja schon ordentlich abgearbeitet. Dann schauen wir mal ganz kurz, wie weit er ist. Zack. 45, wunderbar. Ja, und er kommt hier auch zurecht, so wie es aussieht. Sehr gut. So, hier sehen wir jetzt also den Fendt Vario und zwar mit dem Ballenanhänger und dann werden wir mal hier weiter an loslegen und Ballen einsammeln. So, 62%. Ja, fahren wir hier rechts rum und holen uns dann die Ballen hier außen. So, wie gesagt, das Einladen als solches oder das Aufladen, das stellt noch kein Problem dar, aber dann das Abladen. Und da bin ich dann echt gespannt. So, jetzt haben wir ja einen Ballen haben wir jetzt gar nicht gewickelt. Warum haben wir eigentlich einen nicht gewickelt? Ich überlege die ganze Zeit. Warum haben wir eigentlich einen Grasballen nicht... Ach so, weil der die falsche Größe hatte. Das war, glaube ich, das Thema. 150 cm Durchmesser, das wickelt er aber 180 eben nicht. Und da haben wir es mit 180 probiert. So, 79. Jetzt müssen wir mal ein bisschen schauen, weil vom Gewicht kommen wir ja schier vermutlich den Berg kaum noch hoch. So, drei Ballen müssten noch gehen. So, noch einer. Und dann muss ich nochmal schauen, wo wir eigentlich hin müssen. So. Okay. Ballen pressen und zwar zum Viehhandel. Lass mich nochmal kurz überlegen. Viehhandel war, glaube ich, irgendwo hier. Viehhandel, genau. So, Augenblick. Na, Motor wieder aus. So. Okay, wie fahren wir denn da am günstigsten? Ach, da einfach lang hier am. Genau. So, hier hätte man eigentlich auch einen schönen Weg machen können. So, von da kommt nichts. Da kommt auch nichts.
Oh, irgendeiner hupt. So, und dann bin ich echt mal gespannt, was jetzt passiert, ob er uns das Ganze jetzt auch wieder durch die Gegend schmeißt. Während wir hier auf dem Weg sind, ist ja ein bisschen, ja, die Katze aus dem Sack, und zwar das nächste DLC, und das Ganze nennt sich Hay and Forage Pack, also so viel wie Heu- und Futterpaket, und das passt natürlich hier wunderbar zu dieser Map, weil es geht ja hauptsächlich um, ja, Mähwerke und Traktoren, Schwader was haben wir noch? Ladewagen und Verschiedenes. Alles so wieder für die Berge. Und das ist ziemlich interessant. Das wäre dann genau das Richtige hier, was wir hier einsetzen können. Da sind dann wieder so bekannte Marken dabei wie Rigitruck, aber auch neue Marken wie, was haben wir hier? Reform und Reiter. So, und während ich hier die ganze Zeit links rüber schaue, fahre ich hier fast wieder gegen die Masten. Ja, also es ist einiges Interessantes dabei. Natürlich dann auch bekannte Marken wie Pöttinger und Krone sind verschiedene Sachen dabei. Und ich denke, das werden wir uns zulegen. Und jetzt muss ich nochmal schauen, das kommt am 12. Juni, am 13., wenn ich richtig weiß. Und das werden wir uns zulegen und können wir auf jeden Fall hier auf dieser Map wunderbar einsetzen und mal ein bisschen dann am Berg mähen. So, wo geht's denn jetzt hier eigentlich rein? Da vorne geht's, glaube ich, rein. Didelum, didelei, hier geht's rein. Und abladen wir, glaube ich, da hinten. Hier. So, dann schauen wir uns das mal an. Jetzt muss ich wieder überlegen, wie war denn das? Das war, glaube ich, abladen. So, bis hierher ist alles gut. Und jetzt schauen wir mal, wenn er das jetzt runterschiebt. Ach, ja, okay. Interessant. Okay, da die Ballen lösen sich. Okay. Das sieht eigentlich gut aus. Okay, das war okay. Wie weit sind wir denn? Der andere hat einen vollen Tank. Wir schauen aber jetzt erstmal, wie weit wir hier sind mit dem Auftrag. Ballen pressen. Oh, ist sogar abgeschlossen. Okay. Dann können wir die restlichen Ballen für das eigene Kästle. So, aber dann schauen wir jetzt erstmal. Ja, hier müssen wir erstmal abtanken. Naja, steht auf der falschen Seite. Er steht auf der falschen Seite. So, dann machen wir das so. Fahren wir hier mal ein bisschen rückwärts ran. Okay. So, und auch wenn es jetzt bei den Aufträgen ja keine Fruchtzerstörung gibt, tun wir immer so, als wenn das so wäre. Jo. Sehr schön. Also wie gesagt, in Kürze kommt dann dieses neue, ja, ich sag mal, Mäh-, Futter-, Heu-Paket. Und ich denke, das werden wir uns dann zulegen. Und dann schauen wir mal, wie die neuen Gerätschaften arbeiten. Da ist ja zum Beispiel auch ein Rigitruck dabei, der eine Kabine mit Hangausgleich hat. Also das finde ich ganz spannend und interessant. Und auch ansonsten, ja, interessante Schwader von Reiter, so Bandschwader, auch nicht schlecht. Jo, also, wäre vielleicht auch mal interessant zu wissen, wie ihr darüber denkt, ob ihr euch dieses Paketchen zulegt, dann eben für die, ja, für die Grasbearbeitung, für das Futterherstellen in den Bärchen. Wie gesagt, hier passt das optimal her. Hier können wir auf jeden Fall damit arbeiten. Ja, ist so ein bisschen wie halt auf der Erlengrad. So, jetzt bringen wir den Kollegen wieder zurück, sammeln die letzten paar Ballen ein und ich bin am Überlegen, ob wir die verkaufen oder ob wir die bei uns behalten. Kommen wir da rum? Ja, wir kommen da rum. So, dann hier rechts. Auch da kommen wir rum. Wir müssen ja mal ein bisschen aufpassen. Hier sind überall Zäune und ähnliches. Nee, das bringt nichts. Wir fahren hier lang. Das war jetzt gerade ein bisschen knapp. So, der biegt bestimmt ab. Ja, natürlich. Aber er hat wenigstens auch einen Blinker gesetzt. So, hier müssen wir wieder aufpassen, dass wir nicht hängen bleiben. Sehr schön, sehr gut.
Ja, ich denke, wir werden die Ballen einsammeln, die restlichen, auch den Heuballen. Und dann bringen wir das Ganze zum Verkaufen und dann wird das Ganze abgestoßen. Haben wir wieder einen Auftrag erledigt. Und jetzt muss ich mal gucken, was wir noch für Aufträge haben. Ob da noch was Interessantes dabei ist, denn 10.43 Uhr, also wir haben noch fast den ganzen Tag vor uns, also wir können da noch ein bisschen was machen. Aber ich glaube, wir müssen uns, müssen wir uns eigentlich um unsere Felder noch ein bisschen kümmern? Wir haben die geerntet, müssen wir da jetzt eigentlich was tun? Was wollten wir da eigentlich machen? Ich muss jetzt gerade mal schauen, bin da gar nicht auf dem Laufenden. So, Augenblick hier. Die haben wir doch abgeerntet, wenn ich richtig weiß. Die sind abgeerntet. Und was können wir denn tun? Das ist nämlich genau der Punkt. Wir können gar nichts tun. Wir müssen sowieso warten bis August. Okay. Wir müssen sowieso warten. Ja, wir können sie halt vielleicht ein bisschen düngen. Mit Gülle. Müssen wir mal schauen, wie sich da verhält. So. Jetzt überlege ich gerade, ist das... Ja, doch, können wir eigentlich schon gleich einsammeln. Der Ball macht jetzt nicht so viel. Da oben haben wir keine Ballen, weil wir sollten natürlich bergab, je schwerer wir werden, desto mehr sollten wir dann auf der Ebene gucken. So. Den haben wir auch noch eingepackt. Ach, okay. Da müssen wir uns dann Gedanken machen. Stimmt, das geht nicht. Jo. Da bin ich echt überlegen, ob sich das wirklich lohnt. Wir können den Ball natürlich eventuell später holen mit unserem Frontlader. Und dann holen wir uns halt den Heuball und dann können wir den auf jeden Fall bei uns auf dem Hof verbraten. Aber ich würde auch gerne diesen Auftrag erstmal abschließen. So, Dille. Sieht's denn aus? Haben wir jetzt noch irgendwo einen Ball? Nein, hier liegt nirgends mehr was. Ist auch nichts runtergerollt. Das war übrigens auch ein spannendes Thema, klar. Dass hier am Hang zum Glück die Silageballen sind nicht gerollt, aber der der Grasballen, also der hat sich natürlich schon ein bisschen selbstständig gemacht. So, wir fahren hier wieder raus. Durchs Gemüse. Wie sieht's aus? Vom Berg kommt nichts, von aus dem Dorf kommt nichts. Dann probieren wir's, riskieren wir's. Jo, dann machen wir das nämlich so, dann nehmen wir einfach später den Frontlader, den Valtra mit Frontlader, und dann holen wir uns den Ballen noch, weil wir wollen ja nichts verkommen lassen. Okay. Ja, bei dem Fendt ist mir schon aufgefallen, das ist ein bisschen ungeschickt hier mit dem zweiten Bildschirm hier oben. Da hat man übrigens ein bisschen eingeschränkte Sicht nach rechts. Okay, okay, okay. Sehr schön, dann biegen wir hier mal ab, so wie er hier. Oh, das Betrieb. Kommen wir da rum? Ja. Ja, muss man also ein bisschen aufpassen. Das Ding ist ja ausladend hier, das Teil auf der rechten Seite. Nicht, dass wir da irgendwo wieder hängen bleiben. An irgendeinem Masten und eben einfädeln. So. Ja, also wie gesagt, das fand ich jetzt interessant. Nee, stopp, so. Das nochmal rein und... habe ich irgendwie jetzt verdrückt? Ah nee, jetzt lädt er ab. Ja, das finde ich jetzt interessant, dass er hier jetzt keine Probleme hat mit den Ballen. Kann das sein, dass das dann wirklich an der Map liegt? Ne, hier tun sich die Ballen sofort trennen. Kein Problem. So, verkaufte Ballen. 10.700 und Umweltbonus. Das ist nicht schlecht. Und jetzt werden wir das Ganze noch hier verkaufen bzw. abschließen. So, Feld Nummer 17. Ballenpressen abgeschlossen. Nochmal 9.500 hinzu. Zack. Und jetzt schauen wir mal. Ernte, Ernte, Ernte. Das sind alles Ernteaufträge. Die können wir natürlich alle noch abarbeiten. Da gibt es noch ein Ballenpressen.
Feld Nummer 15. Ah, mit dem Göweil, mit dem Göweil. Presse das Gras, wickelt sie um Silage, also praktisch das gleiche in Grün. Und zwar Feld Nummer 15. Bingo, wo ist denn Feld Nummer 15? Ah, das ist dieses. Das hatten wir schon mal. Ja, da schauen wir mal. Das wäre, glaube ich, dann was für die nächste Folge. Könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Während er... Oh, ja, klar. Ja. Stimmt, der Deutz hat einen deutlich größeren Wendekreis. Der macht da immer so einen Mordswendekreis. Der fährt da nicht so vorwärts-rückwärts. Ärgerlich. So. Sehr schön, wunderbar. Und dann überlegen wir uns, was wir dann in der nächsten Folge, ob wir da, ich denke, da machen wir da auf jeden Fall nochmal diesen Ballenauftrag. Diesen Gras- und Silageauftrag, das kann, glaube ich, überhaupt nicht schaden. So, hier machen wir kurz einen Thumbnail. Bingo. Und damit darf ich mich erstmal für die heutige Folge wieder mal recht herzlich bei euch bedanken. Soweit soll es erstmal gewesen sein. In der nächsten werden wir dann noch ein bisschen Aufträge abarbeiten. Und bis dahin sage ich wie immer an dieser Stelle Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.